eine weitere LED-Lampe. Dieses Mal habe ich hier eine 4 Watt LED-Lampe mit E14-Fassung. Ich glaube, von so einem komischen Planetenmarkt oder irgendwie sowas habe ich das mal gekauft. In der Not, dass ich eine Lampe bräuchte, sonst würde ich da niemals einen Fuß reinsetzen. Aber gut, hat jetzt noch relativ lange Zeit lang seine Dienste getan, bis sie leider mal runtergefallen ist, als ich sie austauschen wollte und in eine andere Lampe stecken wollte. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass das doch tatsächlich Glas ist und nicht Plastik, wie man es ja sonst eigentlich so gewohnt ist. Aber naja, ist auch mal schön zu sehen, eine Lampe, die nicht ganz so auf Kosten getrimmt ist. Außerdem macht das viel mehr Spaß, sowas zu zerstören als Plastiklampen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn dieses Ding jetzt schon sich hier so in seine Einzelteile zerlegt hat, so mal alle scharfen Kanten entfernen. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als kontrolliertes Chaos. Wir haben hier 3 plus 3 plus 2 macht 8 LEDs. Von der Bauform her sehen die fast aus wie 5670er. Das sind diese etwas größeren, die eigentlich ein halbes Watt pro LED bringen. Und es würde auch von der Zahl sogar hinhauen, merke ich gerade. Sollen ja 4 Watt sein. Ja, dann passt das. Wahrscheinlich wird sich jetzt hier drunter nicht so viel ergeben. Und ich bin auch gespannt, wie wir überhaupt irgendwie in den Sockel da reinkommen. Ob wir da überhaupt irgendwie reinkommen. Gucken wir mal da rein. Oder da drunter, wenn da was drunter ist. Es sieht nicht so aus, als ob das sich so schnell davon überzeugen lässt, abzugehen. Nö, es möchte nicht. Na gut. Greifen wir mal zu grober Gewalt. Und gucken wir mal, wie wir hier reinkommen. Es wird wahrscheinlich wieder das übliche Prinzip sein. Ach, Himmel, Herrgott, noch eins. Ah, es hat sich entschieden nachzugeben. Ah. Ich sehe einen Kondensator, den ich fast ermordet hätte mit meinem Seitenschneider. Das sollte doch ausreichend sein, um sich da irgendwie Zugang zu verschaffen. Jawohl, ja. Na also, geht doch. Oh je. Na super. Oh Mann, ey. Was ein Chaos. Tod und Zerstörung hier im Labor. Gib mir übrigens wirklich Mühe, mich nicht zu verletzen. Wäre jetzt nichts Neues, dass das trotzdem passiert. Ist jetzt ringsum endlich mal der Klebstoff ab. Ah, danke. So. So, machen wir weiter mit Tod und Zerstörung. Wollen wir uns das doch mal irgendwie von nahem ansehen, nachdem jetzt wieder der Tisch halbwegs frei von Glas ist.
würde dieses Netzteil gerne da mal raus haben. Es ist ein kapazitiver Vorwiderstand tatsächlich. Dann nehmen wir uns doch mal das Whiteboard zur Hand und notieren uns doch mal, was wir hier so sehen. Nein, nicht mit dem Permanentmarker. Jetzt würde ich noch gerne wissen, was das für ein Widerstand hier ist. Ein Strombegrenzungswiderstand wird das sein in dem Sinne. Wir haben hier 'Dieser Strombegrenzungswiderstand, der ist ein lila, braun, schwarz. Lila ist 7, braun ist 1, schwarz ist 0. Wo ist mein Stift? Was auch immer das für ein Wert sein soll. 71 Ohm. Warum 71 Ohm? Naja, gut. Wenn die meinen, dass man da 71 Ohm hinmacht, dann machen sie 71 Ohm dahin. Na gut. Im Endeffekt ist das Netzteil ganz simpel. Wir haben 71 Ohm Strombegrenzungswiderstand in Reihe zum 580 Nanofarad Kondensator, der in einem Wechselstromkreis ebenfalls als kapazitiver Widerstand wirkt. Und in diesem Bereich haben wir ja noch Wechselstrom. Die beiden 390 K-Ohm Widerstände in Reihe sind im Prinzip einfach nur dazu da, um den Kondensator sicher zu entladen. Hier machen wir das Pünktchen mal noch ein bisschen deutlicher. Eine Gleichrichterbrücke kommt im Anschluss, gefolgt von 150 Ohm Strombegrenzungswiderstand, einem Kondensator, nochmal 2x160 Ohm parallel. Also in dem Fall haben wir dann 80 Ohm Gesamtwiderstand, also quasi zwei Vorwiderstände in Reihe. Vielleicht wollen sie hier eine gewisse Filterwirkung erzeugen, was mich aber ein bisschen stutzig machen würde, weil dann würde ich noch einen Kondensator erwarten. Egal, auf jeden Fall zwei Vorwiderstände mit einem Filterkondensator mit dem Hintergrund, dass das Ganze nicht flackern soll und die 8 LEDs in Reihe. So einfach, so simpel und im Endeffekt eigentlich gar nicht schlecht. Das kleine LED-Modul kann man auch definitiv noch behalten, wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, dieses Ding da von diesem blöden Klebstoff zu befreien. Kann man das nämlich auch definitiv noch weiterverwenden. Schick! Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von TinkerTubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölfir.